Das Infektionsgeschehen nimmt zu. Lassen Sie mich zunächst einen Dank ausdrücken an all die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, insbesondere auf den Intensivstationen bei uns im Land, die wirklich jeden Tag Großartiges leisten. Und wir hören natürlich auch, dass die Kräfte da schon arg strapaziert sind. Ganz, ganz herzlichen Dank all denen, die dort großartige Arbeit machen, im Namen der gesamten Landesregierung und der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz liegt inzwischen bei über 200. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Vor allem im Süden, Osten Deutschlands ist die Lage extrem angespannt. Wir haben Ausschläge bis deutlich über 800er 7-Tages-Inzidenz. Viele Landkreise, Sächsische Schweiz, Bayern, über 600. Viele Kliniken überall in der Republik senden bereits Alarmsignale. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist die Lage noch etwas anders. 7-Tages-Inzidenz bei 130, aber auch das ist der höchste Wert seit dem 8. Mai. Hospitalisierungsinzidenz, wo wir ganz besonders drauf schauen, 3,4. 437 an Covid erkrankte Menschen auf den Intensivstationen im Land Nordrhein-Westfalen. Bei 41.000 Infizierten, man kann immer davon ausgehen, so 1% landet dann nachher auf der Intensivstation. Und dieses Schicksal ist natürlich für uns ein Auftrag. Konzentrierte Wachsamkeit ist angesagt, auch wenn es bei uns noch nicht so aussieht wie in Bayern oder Sachsen. Wir sind momentan noch vor der Lage. Mein Anspruch ist allerdings auch, dass wir vor der Lage bleiben. Und dafür müssen jetzt insbesondere vier Dinge in Nordrhein-Westfalen und bundesweit angegangen werden. Erstens, wir müssen wieder deutlich mehr testen. Deshalb brauchen wir wieder kostenlose Schnelltests, mindestens für Geimpfte und Genesene. Auch Geimpfte müssen sich wieder häufiger testen lassen, denn es gibt immer wieder Impfdurchbrüche. Kostenlose Schnelltests machen es auch den Menschen mit kleinem Geldbeutel leichter, ihre Familie, Freundeskreis und sich selbst zu schützen. Zweitens, wir müssen um jeden Ungeimpften kämpfen. Vierte Welle ist eine Pandemie der Ungeimpften. Wir müssen unsere Anstrengung, Ungeimpfte von der Impfung zu überzeugen, noch einmal erhöhen. Mit Werben, Erklären, Vernunft und Argumenten bin ich ziemlich überzeugt, werden wir da noch manchen erreichen können. Andere Länder, Portugal, Dänemark, machen uns das vor. Dritter Punkt, Boostern. Die Auffrischungsimpfung. Wir müssen schnell und nachhaltig boostern. Die Verwundbarsten müssen besonders schnell die Boosterimpfung erhalten. Wir sind in Nordrhein-Westfalen damit sehr früh angefangen. Deswegen haben wir heute schon über 90% der Menschen in den Pflegeheimen mit der Boosterimpfung, der Auffrischungsimpfung versorgt. Jetzt müssen auch die über 70-Jährigen, die über 60-Jährigen und dann so weiter ihre Chance zur Boosterimpfung bekommen. Die Gesundheitsministerkonferenz hat in der letzten Woche beschlossen, dass alle Menschen nach 6 Monaten nach der Zweitimpfung eine Boosterimpfung erhalten sollen. Aus dieser Automatik, aus dem Automatismus 6 Monate nach der zweiten Impfung ergibt sich dann sinnlogisch jetzt auch eine Reihenfolge für die Boosterimpfung. Die dritte Impfung stärkt die Menschen und schützt sie davor, schwere Krankheitsverläufe zu erleiden, macht sie aber auch weniger ansteckend für andere, also wieder auch der Schutz der Allgemeinheit. Deshalb brauchen wir für die gesamte Bevölkerung niederschwellige Impfangebote in der Fläche. Das Gesundheitsministerium hat einen Erlass dazu vorgestellt, heute im Kabinett, das zum Ziel hat, erstens die Impfabläufe zu regeln, zweitens den Kommunen die Möglichkeit zu geben, stationäre Impfangebote in eigener Verantwortung zu eröffnen und drittens sorgt dafür, Dr. Diaz-Alas dafür, dass ausreichend lokale Verteilung von Impfstellen und möglichst wohnortnahe Impfangebote existieren. Es ist mit der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen, dass 400 Ärzte hier wieder zum Einsatz kommen. Es soll künftig in jeder Stadt, in jeder Gemeinde ein Impfangebot neben der ärztlichen Versorgung geben. Dieser Erlass gilt sofort. Es geht dabei übrigens nicht um die Wiederauflage der großen zentralen
Impfzentren in den Landkreisen teilweise mit einer Dreiviertelstunde Anfahrt. Das war am Anfang nötig. Sie erinnern sich noch an die teilweise ja martialischen Bilder und Filmchen, die es dazu gegeben hat, wie dann der erste Impfstoff ankam, tiefgekühlt mit dampfenden Boxen. Heute ist der moderne Impfstoff deutlich leichter zu handeln, auch einfach in der Arztpraxis oder in einer Impfstation im normalen Kühlschrank. Deswegen haben wir die Chance, näher zu den Menschen zu kommen. Ob es mit Impfbussen ist, ob es wie in Düsseldorf an einer U-Bahn-Station ist oder an der Universität, näher zu den Menschen zu kommen, niederschwelligeres Angebot für die Boosterimpfung, als es am Anfang möglich war. Die Chance wollen wir jetzt nutzen. Vierter Punkt, es braucht eine faire Lastenverteilung. Es kann nicht sein, dass die geimpften Personen die Last für die Impfunwilligen mittragen müssen. Viele private Veranstalter, auch in der Gastroszene, setzen schon jetzt auf 2G. Das erweist sich für viele Private als sinnvoller Weg. Das sorgt automatisch natürlich für Einschränkungen für Ungeimpfte, ist auch nachvollziehbar. Im Übrigen schützt es auch die Ungeimpften, denn nur weil einer getestet ist, ist er ja nicht davor gefeit, sich auch kurz nach dem negativen Test zu infizieren. Insbesondere für die bereits jetzt anstehenden Karnevalstage. Übermorgen ist der 11.11. Bereits seit einigen Tagen gibt es Karnevalstermine. Wenn man mal schaut, am letzten Wochenende gab es für den Vorgriff auf den 11.11. wieder Termine. Werden wir auf diese 2G-Regelung setzen. Düsseldorf und Köln als Karnevalshochburgen haben für sich die 2G-Regel ausgewählt. Ebenso wie auch kleinere Veranstalter im ganzen Land. Und ich persönlich begrüße das sehr. Wir haben als landesweite Regelung im Kabinett eben besprochen, vereinbart, dass wir als Mindestschutz die 3-Plus-Regelung verbindlich einführen, die bisher aus den Diskotheken bekannt ist. Einführen werden wir das für Karnevalsveranstaltungen innen, also für Saalveranstaltungen im Karneval. Wer mal eine Karnevalsfete erlebt hat, der weiß, so viel Unterschied zu einer Disco-Veranstaltung ist nicht. Menschen kommen sich nahe, schunkeln. Das ist da deshalb das probate Mittel, damit umzugehen. Was heißt das praktisch? Geimpft, genesen oder ein maximal 6 Stunden alter Schnelltest oder ein maximal 24 Stunden alter PCR-Test. So schaffen wir ein Stück mehr Sicherheit, auch da, wo man zu freiwilligen Regelungen sich nicht durchringen konnte. Aber wir prüfen natürlich aktuell generelle flächendeckende 2G-Regel, insbesondere für den Freizeitbereich, wie wir es in Ländern mit deutlich höheren Inzidenzen auch schon sehen. Ich würde mir wünschen, wenn wir hierzu zwischen Bund und Ländern zu einem gemeinsamen Verständnis kämen. Das dient der Akzeptanz und Verständlichkeit der Regeln. Dazu komme ich gleich noch mal. Ich sage es aber auch ganz klar, eine Verständigung im Länderkreis ist keine Voraussetzung für uns in Nordrhein-Westfalen zu handeln. Wenn es keine Verständigung im Länderkreis gibt, werden wir bei uns in Nordrhein-Westfalen die Planung für eine 2G-Regeln forcieren. Auch eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz sollten wir ernster prüfen, gemeinsam im Bund-Länder-Kreis. Kommen wir mal zum Thema Bund-Länder-Konferenz, Ministerpräsidentenkonferenz. Für diese und weitere Punkte halte ich die für notwendig. Corona macht keine Regierungspause. Die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen hat in der Vergangenheit immer dann gelitten, wenn es zu sehr durcheinander ging, wenn es zu viele unterschiedliche Regelungen gab. Deswegen ist mein Ziel, dass Bund und Länder gemeinsam einen Corona-Fahrplan für die Wintermonate abstimmen. Und dazu bedarf es zeitnah einer Abstimmung zwischen Bund und Ländern, am besten noch diese Woche. Deshalb habe ich schon in der vergangenen Woche auch die A-Länder, die SPD-geführten Länder, in meiner Funktion als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz gebeten, mitzuziehen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Es gibt jetzt heute ausgesprochen durch Herrn Regierenden Bürgermeister von Berlin Müller die Bereitschaft dazu, zusammenzukommen. Das wäre gut. Wir haben da schon eine Menge Zeit verloren, aber die Erkenntnis, dass nun gemeinsam und zügig gehandelt werden muss, musste offensichtlich erst wachsen. Bund-Länder-Treffen so schnell wie möglich, am besten schon diese Woche. Dort müssen wir Abstimmung zentraler Fragen zur Pandemie suchen. Wie viele Boosterimpfungen wollen wir bis Ende des Jahres bundesweit schaffen? Wie muss der Schulterschluss der Länder aussehen, um dieses Ziel zu erreichen? Mit welchen Maßnahmen machen wir das?
Wie kann eine gemeinsame Strategie für eine Testpflicht in besonders sensiblen Bereichen aussehen? Das Thema muss dann auch beim Bund noch umgesetzt werden. Aktuell kann man keine Menschen testen, die geimpft sind. Das muss man jetzt mal insbesondere mit Blick auf die Pflegeheime besprechen, wie die Länder es wollen und der Bund es dann möglichst umsetzt. Wo können 2G-Regeln gelten und vielleicht auch nach welchen Aufgreifschwellen? Ich weiß, dass das immer kompliziert ist, aber das spiegelt dann ja die Unterschiedlichkeit eigentlich am besten wider. Wie organisieren wir 3G-Regeln am Arbeitsplatz, insbesondere in Abstimmung mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern? Und dann die Frage, beispielsweise finanzwirksam, nur 2 Fragen mal zu nennen. Einmal das Thema Freihaltekapazitäten in Krankenhäusern. Es kann sein, dass wir bald so weit kommen wieder. Und dann gibt es Stand jetzt kein Regelwerk dazu. Da müssen wir als Länder gemeinsam mit dem Bund übereinkommen, wie das gemacht wird. Auch für den ÖPNV, wenn ich das in Erinnerung an mein bisheriges, früheres Amt sagen darf. Der ÖPNV hat keinen Rettungsschirm für das Jahr 2022. Jetzt wird es aber langsam, im wahrsten Sinne des Wortes, höchste Eisenbahn. Auch das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Ich bin überzeugt, dass es hilft, eine gemeinsame Linie für den Winter zu entwickeln, selbst wenn dann aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen, unterschiedlicher Entwicklungen, unterschiedliche Maßnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten eintreffen. Wenn alle im gleichen Moment das Gleiche tun, im vergleichbaren Moment das Gleiche tun, schafft es Vertrauen, schafft es Akzeptanz, schafft es Verständnis. Deswegen nochmal mein Appell, möglichst schnell eine Ministerpräsidentenkonferenz einzuberufen. So sehe ich jedenfalls meine Aufgabe als MPK-Vorsitzender. Ja, in Berlin will auch der sozialdemokratische Teil der Ampel ja die pandemische Lage auslaufen lassen. Das passt dann nicht so richtig zu dem, was die Opposition hier im Landtag sagt, nämlich möglichst schnell, möglichst viele Maßnahmen. Irgendwie gibt es da offensichtlich 2 sozialdemokratische Sichtweisen auf die Dinge. Zweites Thema, auch da wird nicht gewartet auf eine Regierungsbildung, das Thema Belarus, auch ein Thema für die Ministerpräsidentenkonferenz, insbesondere erbeten von den ostdeutschen Kollegen. Die menschenverachtende Staatsschlepperei führt zu immer mehr Problemen und ich finde, es ist eine Frage auch der Solidarität der Stand jetzt nicht betroffenen Länder, da gemeinsam auf einer MPK mit dem Bund drüber zu sprechen. Kann das auch immer alles anders sehen und sagen, ist jetzt nicht unser Problem. Aber wenn als MPK-Vorsitzender ein Teil der Länder auf mich zukommt, ist auch das ein Thema, das ich anhängig zu machen habe. Das zum Thema MPK. Zurück zur Frage, was war noch im Kabinett? Kommunales Investitionsförderungsgesetz klingt sperrig. Kommunen, die wegen Corona oder wegen der Flut nicht in der Lage waren, bestimmte Fördermittel in Anspruch zu nehmen, kriegen Fristverlängerung. Einfach damit gute Projekte nicht wegen ein paar Monaten Verzögerung, die ja nachvollziehbar sind, in solchen Zeiten leiden. Und der Grund, weshalb wir eigentlich mal verabredet hatten, diese Pressekonferenz zu machen, etwas, das Joachim Stamp und mir in gleicher Weise am Herzen liegt, das Thema Kinderschutzgesetz haben wir heute im Kabinett den Entwurf verabschiedet. Das ist ein Meilenstein für den Kinderschutz. In Nordrhein-Westfalen, das Gesetz präzisiert die staatlichen Aufgaben im Kinderschutz und stärkt ihn qualitativ. Damit bringen wir den Schutz derer, die uns am wertvollsten sind, unserer Kinder, deutlich voran. Und wir setzen damit auch bundesweit Maßstäbe. Mehr will ich dazu aber nicht sagen, weil das Haus von Joachim Stamp hat die ganze Arbeit gemacht. Deswegen kann er es auch viel, viel besser erklären. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bisher. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Nun hat Herr Minister Dr. Stamm das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Wirmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich auch kurz vor die Klammer ziehen, bevor ich zum Kinderschutzgesetz komme. 2 Anmerkungen zur Pandemie und eine zu Belarus. Zur Pandemie ist für uns wichtig. Ich habe mit dem Gesundheitsminister mit Karl-Josef Laumann heute noch mal darüber gesprochen, weil das auch wichtig ist für die Beschäftigten in den Grundschulen und in den Kitas und in der Kindertagespflege. Sie erinnern sich, ich habe mich damals vehement dafür eingesetzt, dass diese Berufsgruppe vorgezogen worden ist, damals bei der
ersten Impfung. Und dementsprechend gilt auch jetzt die Möglichkeit und hiermit auch der Appell an die Beschäftigten, die sich mit unseren Jüngsten auseinandersetzen, dass für sie die Boosterimpfung kostenlos zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Signal. Auch wenn das in der STIKO noch nicht explizit empfohlen worden ist, ist das etwas, was uns wichtig ist. Zweite Anmerkung, die ich machen möchte in meiner Funktion als Integrationsminister, weil vielfach darüber immer wieder auch in sozialen Medien spekuliert worden ist, wir hätten eine Pandemie von Migrantinnen und Migranten. Das ist ausdrücklich nicht der Fall, gerade wenn Sie sich anschauen, wie die aktuellen Infektionsentwicklungen sind, sind es gerade Landkreise, die betroffen sind mit einem ganz geringen Ausländeranteil. Und was uns gelungen ist in Nordrhein-Westfalen, und das ist, glaube ich, ein Ergebnis unserer sehr, sehr guten Zusammenarbeit, unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit hier in der NRW-Koalition, ist, dass wir sehr sensibel eben auch mit verschiedenen Zielgruppen umgegangen sind und erreicht haben, dass es hier eine große Impfbereitschaft gibt. Und deswegen ist die Impfquote in Nordrhein-Westfalen auch in einer nicht ganz einfachen demografischen Zusammensetzung und auch in Teilen dort, wo es die Zusammensetzung eben nicht ganz einfach ist, sehr, sehr gut gelungen. Und wenn Sie sich Letalitätsrate und Infektionsrate von Nordrhein-Westfalen ansehen im Vergleich der Flächenländer, dann zeigt sich, dass die nordrhein-westfälische NRW-Koalition sehr, sehr seriös in den vergangenen Monaten gearbeitet hat. Zum Thema Belarus haben wir unter denjenigen, Sie wissen, ich habe die Federführung für die Verhandlungen der Freien Demokraten in der Ampel vereinbart, dass wir uns nicht öffentlich äußern. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir selbstverständlich an einer Lösung auch arbeiten, die dann hoffentlich auch eine Befassung auf einer MPK dann entbehrlich machen würde. Aber das ist natürlich etwas, was noch besprochen werden muss und wo wir in den Gesprächen sind. Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat es gerade angesprochen. Es ist ein Thema, was für Sie jetzt natürlich vielleicht von der Berichterstattung heute nicht im Fokus steht, aufgrund der wichtigen Themen, die der Ministerpräsident auch angesprochen hat. Aber es ist eben von einer ganz besonderen Bedeutung. Und deswegen wollten wir ursprünglich diese PK auch ursprünglich nur zu diesem Thema machen. Und das ist das Thema Kinderschutz. Man hat ja immer wieder die Situation, dass man in einer Legislaturperiode auch mit Ereignissen konfrontiert wird, die man so vorher nicht erwartet hat. Und das war in der Dimension, wie wir es erlebt haben, mit den Fällen in Lüchte, in Bergisch Gladbach und in Münster der Fall, wo wir mit abscheulichem Kindesmissbrauch, mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder konfrontiert worden sind, in einer Form, wie wir es uns vorher nicht haben vorstellen können. Und Sie wissen, dass ich von Anfang an mich dieses Themas auch angenommen habe, dass wir als NRW-Koalition dieses Thema auch uns angenommen haben. An anderer Stelle auch die Kollegen Biesenbach und Reul. Auch da haben wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit auch in der Arbeitsaufteilung. Für die Arbeit vor Ort, für die Jugendämter, was dieses Thema angeht, gibt es eigentlich die verfassungsrechtliche Situation, dass die Kommunen selbst zuständig sind. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe des Kinder- und Familienministers. Aber trotzdem war natürlich für mich von Anfang an klar, dass ich als Kinder- und auch Kinderschutzminister natürlich nicht zusehen kann und das einfach hinnehmen. Sie erinnern sich, ich habe damals sehr schnell das Gespräch gesucht mit vor allem auch betroffenen Verbänden, mit Experten, Zartbitter und anderen, und dann das Impulspapier zur Diskussion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgelegt habe, dass wir ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung nachgelegt haben, dass wir von meinem Haus initiiert in guter Zusammenarbeit mit dem Justizministerium über den Bundesrat eingebracht haben, unsere Initiative zur Strafrechtsverschärfung, weil wir gesagt haben, wer so etwas tut, da kann es nicht beim Vergehen bleiben, da muss klargestellt werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt.